Das musst du doch als Frau beurteilen können. Warum war Sartre so wahnsinnig erfolgreich bei Frauen? Weil er viel Forschung in diesem Bereich gemacht hat. Natürlich nicht, weil er ungesund neugierig war, aber er wollte für sein Volk, für uns, die Franzosen, forschen. Und weißt du was? Er war natürlich mit Simone de Beauvoir zusammen. Ja, und sie hat ihm die ganzen jungen Studentinnen besorgt. Ja. Alors, moi, l'appetit da drüben. Auch nicht. Ja, aber sie hat dann... Oh. Ja, oder vielleicht... Ja, findest du, jetzt komme ich so besser du, an? Oder weißt du was, vielleicht... Nee, ich finde dich besser so, wie die anderen. Aber ich stelle fest, ich muss dahin gucken, um dich so zu sehen. Ja, aber das kann sein, weil er hat Charme zu einer Frau gemacht. Zwei Frauen haben gedacht, dass sie angesprochen waren. Das stimmt. Und deswegen hat er so viel Erfahrung. Und er hat eine unglaubliche Erfahrung gemacht mit Elsa Triolet. Elsa Triolet war die Frau von Luis Aragon, du weißt, der bekannte Poet. Natürlich, der bekannte und, Poet. Und Elsa Triolet, Christine de Beauvoir und Monsieur Sartre waren ein Paar zu drei. Wer ist Christine de Beauvoir? Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Ein Ménage à trois, sagen oui. Wir in Deutschland. Ja. Ja. Wirklich? Aber, ja, natürlich. Aber das ist nur für literarische Zwecke. Oui, weil zum Beispiel deswegen hat Simone de Beauvoir ihren ersten Roman geschrieben, und zwar Die Gast, l'invité. Die Eingeladene, der Eingeladene, ja, genau. Der Gast. Das war, weil sie war eingeladen. Sie war eingeladen, aber ich glaube, Simone de Beauvoir war nicht sehr zufrieden. Nein, sie war eifersüchtig wahrscheinlich, aber sie durfte nicht, weil sonst hätte sie nicht mehr Simone de Beauvoir. Also ich meine, sie war ja selbstständig sozusagen sehr erfolgreich ja, in dieser ja, ja. Doppelbelastung als Künstlerin und Studenten. Aber du weißt, das gehört zu die Philosophie von Jean-Paul, dieser Existenzialismus. Ich weiß nicht, was du meinst. Existenzialismus. Ah, Existenzialismus. Und zwar, wenn du tot bist, so zum Beispiel in diesem Theaterstück, das du nicht magst, weil du es nicht verstanden hast, die geschlossene Tür. Wenn du tot bist, du kannst nicht mehr machen. Aber solange du noch im Leben kannst, du kannst alles probieren. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch das gemacht. Ja, das ist auch ein schönes Stichwort, denn zwei Parteien, die sich auf den Existenzialismus berufen in ihrem Parteiprogramm, feiern in diesen Tagen ihr 60-jähriges Jubiläum, nämlich die FDP und die CDU. Und wir wollen nicht versäumen, im Namen auch des Erfinders des Satzes, die Hölle, das sind die anderen Parteimitglieder, herzlich zu gratulieren. 60 Jahre CDU sowie 60 Jahre FDP macht 120 Jahre Schwarz-Gelb. Wir gratulieren herzlichst. Auf ihn entfallen allein 90 Jahre. Auf ihn 90 Millionen Flugkilometer. Alles begann mit Häuptling Faltiger Fuchs. Zusammen mit seinem besten Kumpel Stumpenlu kreierte er ratzfatz das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonadenschonen und Räucherplunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Dann kam er. Erst schwatzte er ihm hier, das hier ab. Dann versprach er ihnen hier, das hier. Fantastisch. Alle waren hellauf begeistert. Viele wollten den Dicken beerben. Ihm kam leider was dazwischen. Er war der 4-Minuten-Kanzler der Herzen. Doch es konnte nur eine geben. Sie. Nein, sie natürlich. Bald wird das schwarz-gelbe Bündnis in das Bundeskanzleramt einziehen und die neue Regierung Deutschland wieder auf Kurs bringen. Na denn, Schwarz-Gelb, auf die nächsten 120 Jahre. Wir machen kurz Werbung und dann das große 3 Millionen Euro Gewinnspiel für Sie zu Hause.
Madame Licard, die französische Generalbeauftragte für den Existenzialismus. Kennst du Paul Klee, den berühmten Maler? Ja. Als ich jung war, als ich 20 war, ich hatte Plakat in meinem Zimmer von Paul Klee. Weißt du noch, wie das Bild hieß? No. Nein. Aber du fandst es toll? Ich fand es toll. Es ist nicht mehr so mein Geschmack jetzt, aber... Was ist jetzt dein Geschmack? Er ist deutsch, oder? Er ist deutsch, natürlich. Ja. Sie waren alle deutsch. Picasso, Matisse, das waren alles Deutsche. Ja. Doch, die sind nur im Rahmen der EU dann nach Frankreich eingewandert. Nee, weißt du, warum ich frage? Weil meine lieblingsdeutsche Schriftsteller, habe ich erfahren, dass er Schweizer ist. Wer? Oh, wie heißt du? Sie haben ja nur zwei. Dürrenmatt oder Max Frisch? Nein, der homosexuell war da. Ah, wie heißt der? Es gibt doch keine schwulen Schweizer. Doch, mit deutscher Sprache. Oh Mensch, es ist mich peinlich. Ein schwuler Schweizer, den man für einen deutschen Schriftsteller halte. So wie heißt es? Ich habe eine Blackout. Ein Blackout. Ah, Stefan Zweig. Das war lang meine Lieblingsdeutsche Schriftsteller. Und ich habe erfahren, er ist Schweizer. Mua! Ja, ja. Reicht es leider die Zeit nicht? Habe ich einen Fehler gesagt? No, ich habe wieder nicht Bescheid gewusst. Mesdames, die drei großen Schwul-Schweiz-Schriftsteller. Wir werden das prüfen. Ich weiß nicht, ob er schwul war. Ich glaube, er war ein bisschen so wie Sartre, du weißt. Er hat sich gedacht, bevor ich tot bin, ich probiere ein bisschen alles. Ja. Ja, das ist... Wahrscheinlich ein guter Kumpel. Natürlich, und man, solange die Sätze stimmen, also das ist ja auch... Wir haben ja hier nichts gegen Homosexuelle, oder? Um Gottes Willen. Gut, dieses Getöle von den Tunden geht einem absolut auf den Sack, aber ansonsten wird das hier absolut neutral gehandelt. So, aber jetzt für Sie zu Hause, meine Damen und Herren, es wird ein großes Paul-Klee-Museum eröffnet in der Nähe von Bern, um nicht zu sagen in Bern direkt, die Hauptstadt der Schweiz, in der sehr, sehr viele Schwule hingezogen sind, um dann dort Schriftsteller zu werden und bis Mutti anruft und sagt, hör mal, du bist Deutscher, komm nach Hause. Das ist das große Gewinnspiel zu Hause für Sie mit dem Bild Tod und Feuer von Paul Klee. Sie können 3 Millionen Euro gewinnen. Bitte tut mir den Gefallen, ruft mich an. Leute, wir haben etwas verändert. 3 Millionen Euro sind im Pott. Ich drehe durch, wenn die Kohle heute nicht rausgehauen wird. Tod und Feuer. Das links ist original Paul Klee, das rechts haben wir verändert. Was ist falsch? Noch 28 Sekunden in diesem neuen Supercontainer in Bern von Renzo Piano, den Schwager von Renzo Schlauch. Ich hoffe, ihr steht nicht auf dem Schlauch. Bitte tut mir den Gefallen. Liebe Japaner, das ist doch euer Mango-Comic. Wenn ihr in den dünnen Schüchen auf der Jungfrau rumrutscht und dann runter nach Bern geht in das Museum, ruft mich an. Was ist falsch? 3 Millionen. Ich darf keinen Tipp geben, ich habe schon wieder die Redakteurin im Ohr. Was ist falsch? Hallo, es kann doch nicht so schwer sein. Bitte. Nee, tut mir leid, aus, vorbei. 3 Millionen bleiben im Pott, vielleicht klappt es morgen. Schade, hast du es gewusst? Ich weiß nicht. Piep, Zeit ist rum. Stefan Zweig. Doof, hat keiner angerufen, ne? Ja, aber die kommen natürlich nicht durch, weil die Leitungen eh blockiert sind wegen der Hyäne. Das können wir eigentlich auf die Warteschleife bei uns geben, das Hyänenlachen. Was heißt Hyäne auf Französisch? Hyäne. Das ist ein berühmtes Hyänen. Man sagt sogar Hyäne puante, stinkende Hyäne. Über Deutsche oder wie? Nein, es ist bei uns eine Schimpfwort. Weißt du, was Weltmarktführer auf Französisch heißt? Oui, leader mondial. Leader mondial, du marché oder so? Oui. Ja, leader mondial. Wir stellen Ihnen zwei tolle Weltmarktführer aus Deutschland vor in unserer beliebten Rubrik Good News from Germany. Good News from Germany. Es ist ganz toll, meine Damen und Herren, das sind, Sie erkennen es unschwer, Stützstrümpfe. Was heißt das? Ich merke, dass die
Deutsche normal brauchen die Französe. Hast du den Namen gelesen? Elegance, das ist ein französisches Wort. Ja, das wirkt bei den Deutschen, wenn der Stützstrumpf Elegance heißt, trägt man ihn doch wesentlich lieber. Was heißt denn Stützstrumpf auf Französisch? Un bas... Was heißt der Strumpf? Strumpf, bas. Un bas? Un bas compression? Bas de compression. Oui. In wirklich allen Farben, die ich der Sommer... Ich brauche das noch nicht, deswegen, ich kenne noch nicht das Begriff. In Frankreich gibt es keine Stützstrümpfe. Viele Französinnen haben so schöne Beine und so gesunde Beine, sie brauchen das nicht. Ja, und was machen die mit Wasser in den Beinen? Oder habt ihr das gar nicht? Haben wir gar nicht. Wirklich? Nein, natürlich nicht. Die bleiben zu Hause und rauchen, oder? Ja. Das hier ist die deutsche Topfirma Medi. Medi wen? Mediven Forte, Mediven Travel, Mediven Elegance, der Stützstrumpf Mediven, Weltmarktführer im Stützstrumpfbereich. Wahnsinn, und ein so absoluter modisch, ja. Hat nichts mehr mit diesen Fleischfarbenen zu tun, ja, wie ich sie, ja, trage. Ja. Ja. Das ist der Grund, warum ich die Tagesthemen nicht moderieren konnte, weil ich nicht schaffe, eine halbe Stunde zu stehen. Ja. Trotz der Stützstrümpfe. Aber wirklich, das kann man ja gar nicht genug ans Herz legen. Und es gibt noch einen zweiten Weltmarktführer, den haben mir Schüler des Goldberg-Gymnasiums in Sindelfingen empfohlen. Und das ist wirklich sehr süß, Madame. Das ist für dich. Die guten alten Seifenblasen von Pustefix. Deutscher Seifenblasen-Weltmarktführer mit dem goldenen Bärchen, das von den Kindern des Pustefix-Erfinders stammt. Wahnsinn. Also wirklich eine so tierliebe Sendung. Hyänen am Anfang, das goldene Bärchen am Schluss. Sie, meine Damen und Herren im Publikum, haben auch Pustefix. Und ich finde, wir können jetzt ein sehr, sehr romantisches Schlussbild. Ich muss noch, morgen haben wir eine Wahnsinnsendung. Morgen, meine Damen und Herren, man glaubt es kaum, feiert Herr Andrack seinen 40. Geburtstag. Ja, live. Und jetzt kommt aber der absolute Hammer. 40 werden viele, ja. Aber speziell für diesen Anlass kommt die Sensationshammerband Franz Ferdinand hierher. Steckt ihre lauten Elektrogitarren ein und spielt weltexklusiv zum ersten Mal ein Lied, das es überhaupt noch nicht mal auf Platte gibt. Es heißt The Fallen von Robert Anderson. Ist ja, das richtig? Nee, oder Sie wissen noch nicht, welchen Song Sie spielen. Also ach, natürlich, dachte ich mir doch gleich. Das war doch wieder eine Falschinformation. Sie spielen entweder The Fallen oder Robert Anderson. Jetzt, meine Damen und Herren, kommt ein Beitrag mit dem Titel Triumph von München. Genau. Fußball-WM 1974, die schönsten Tore. Wenn Sie Lust haben, morgen Abend die große Geburtstagsfeier, 40 Jahre Manuel Andrack bei uns nach den Tagesthemen. Danke fürs Zuschauen, bis morgen. Tschüss.